Servus, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Eine Runde S-Turnier mit dem Voucher und mit dem Möbel. Wir sind hier natürlich direkt schon mal in unseren Rucksackkatalog gegangen. Ich muss sagen, ein ganz kleines bisschen habe ich nachgelesen. Einige Tipps und Hinweise kamen in den Kommentaren. Herzlichen Dank dafür. Wir versuchen heute mal weiter durchzusteigen. Wir sehen jetzt hier, dass die Bytes nach oben ticken. Da kam auch der ein oder andere Hinweis dazu von euch. Und zwar ist es tatsächlich so, dass hier in der Forschungsstation, da haben wir ja diesen Entdecker reingeklatscht. Lass uns mal gucken, ob wir das jetzt heute mal besser hinkriegen. Ich gehe einfach drauf, drücke mit Q. Genau, diese Forschungsstation läuft jetzt noch 35 Minuten, der Entdecker ist da drin. Früher war das so, dass man praktisch die Entdecker durchgejagt hat und hat dann die Blueprints entdeckt, ne? Und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass mir diese Forschung Bytes gibt. Diese Bytes kann ich jetzt im Katalog verwenden, um eben Blueprints weiter zu entdecken. Das ganze Ding läuft jetzt hier 34 Minuten. In der Zeit werden hier die Bytes offensichtlich abgetragen. Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, in unserem Rucksäckle, hier werden sie übertragen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier Sachen zu bauen. Durch das, dass wir eben Bytes gewonnen haben. So, wenn ich das richtig verstehe, brauchen wir auf jeden Fall Energiequellen, damit wir hier ein bisschen mehr Speed reinkriegen. Ich denke mal, das macht vielleicht Sinn, wenn wir uns mal umschauen, ob wir vielleicht mal noch eine Energiequelle oder sowas produzieren können. Lass uns mal nochmal ins Rucksäckle reingehen. So, Möbel. Energie. Wo würde ich jetzt Energie suchen? Entweder hier. Gut, es sieht aus wie Technik. Kommen wir, klicken mal durch. Kleiner Fabrikator, Fahrzeugbuch, mittelgroß, bla bla. Was ist das hier? Leuchtfeuer. Leuchtfeuer ist auch nicht uninteressant. Die Arbeitsleuchte will ich natürlich auch mal irgendwann bauen, aber momentan wäre das Ziel, einfach mal ein bisschen besser durchzusteigen. Winde, das sieht alles nach Fahrzeugen aus. Kleiner Generator, Verbinder haben wir schon gebaut, kleines Solarmodul. Und da ist jetzt die Frage, wieso nur kleines? Hier ist das große Solarmodul, kostet 2500 Bytes. Ich würde sagen, Leute, das kaufen wir uns jetzt mal. Jetzt ist es freigeschaltet. Jetzt wäre die Frage natürlich, okay, hier hat es die Bytes abgezogen, alles klar, soweit checke ich das. Wo bauen wir jetzt dieses Ding? Ich nehme mal jetzt an, hier, oder? Können wir das jetzt hier bauen? Ich mache jetzt hier mal untersuchen. Forschungskammer. Große Plattform, Schmelzer, Forschungskammer, große Plattform, Schmelzer. Also hier kann ich es offensichtlich nicht bauen. Kann ich es in unserem Rucksack bauen? Hier nicht. Ich gehe hier nochmal untersuchen. Wo bauen wir denn, wo bauen wir jetzt dieses freigeschaltete Teil? Das ist jetzt die nächste Frage. Genau, also ihr seht schon, ich tue mich tatsächlich ein ganz kleines bisschen schwer. Ich müsste eigentlich jetzt hergehen und alles vergessen, was wir bisher gemacht haben. Huch. Weil ich hänge so ein ganz kleines bisschen in der Vergangenheit nämlich fest, wie das früher war. Ist es ja nicht mehr. Forschungskammer, große Plattform, Schmelzer. Sag mal, können wir mal eine kleine Plattform irgendwo bauen? Das müsste ja theoretisch auch gehen. Und zwar im Rucksack wieder, ne? Weil immer Blueprints im Rucksack, glaube ich, ne? So, pass mal auf. Dann schauen wir mal. Hier haben wir eine mittelgroße Plattform. Mittelgroßer Fabrikator. Kleiner Fabrikator. Ne, ich würde gerne die kleine Plattform bauen. Haben wir sowas? Mittelgroße Plattform, große Plattform. Dann bauen wir jetzt mal die mittelgroße. Freigeschaltet ist sie. Aber wo baue ich jetzt dieses Gerät auf? Das muss doch jetzt irgendwo drin sein. Lass uns hier nochmal reingucken. Große Plattform, Schmelzer, Forschungskammer, große Plattform. Wo kann ich jetzt die mittelgroße Plattform bauen? Das habe ich halt noch nicht ganz verstanden bis jetzt, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich dieses Gerät jetzt hier hinsetze, wird es eine Kiste, oder? Ne, wird es nicht. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier gucke? Ah, was habe ich dann da ausgewählt? Das weiß ich schon gar nicht mehr, Leute. Jetzt probiere ich mal die mittelgroße Plattform zu bauen. Komische Geschichte, oder? So, wenn ich... Warte mal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ey, ich steige noch nicht ganz durch. Wenn ich jetzt den Stromanschluss hier wieder wegmache. Ja, das habe ich jetzt mal ganz groß vor. Halt, nee, wegmachen will ich's. Jetzt verbindet sich das. Jetzt ist es weg. Jetzt ist die ohne Strom. Jetzt kann ich sie versetzen, oder? Ist das richtig? Ne, hier ist nochmal Strom dran. So. Strom ist komplett abgeklemmt. Jetzt müsste ich die eigentlich versetzen. Ja, jetzt kann ich mit der rumspielen. Das ist schon mal klar. So. Und dann kann ich sie wieder mit dem Strom anschließen. Ja, man muss halt durchsteigen. Das ganze Problem ist einfach nur, bis man mal weiß, wo was ist, ne? So. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall Strom dran. Jetzt ist die nächste Frage. Wenn ich jetzt hier die anklicke, passiert gar nichts. Wo habe ich dieses Teil nochmal her? Das weiß ich halt auch nicht mehr. Große Plattform könnte ich bauen. Wieso nicht die mittlere? Was ist da das Problem? Warum kann ich die mittlere Plattform nicht bauen? Das würde mich jetzt schon mal tierisch interessieren. Ich mache das jetzt hier nochmal alles zu. Hier kann ich nichts bauen. Hier ist das Gemischteil. Ich weiß es nicht, Leute. Es ist total schwierig, das für mich jetzt hier einzuordnen. Hoppla, Entschuldigung. So, nochmal. Die will ich. Freigeschaltet ist sie.
Wo kann ich die bauen, Alterle? Große ist klar, ist freigeschaltet. Mittelgroße ist freigeschaltet. Pass mal auf, was haben wir denn hier? Kleiner Fabrikator. Nochmal zurück. Kleiner. Mittelgroßer. Das ergibt sich mir noch überhaupt nicht, Leute. Wo ich das bauen kann. Das wissen wir, ja. Das wissen wir. Das Ding kann ich jetzt hier basteln. Was ist denn ihr... Was ist, mittelgroßer Fabrikator sitzt drauf. Vielleicht muss ich einen kleinen Fabrikator schaffen erstmal. Wir gehen nochmal außen rum. Was war denn hier eigentlich? Das konnte ich an- und ausmachen, ist klar. Hier sitzt doch auch noch irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich die her habe. Stopp, stopp. Ah, oh, guck mal. So, vielleicht kann ich es hier bauen. Guck mal. Mittelgroßer Fabrikator. Hier kann man nichts machen. Ich raff's nicht, ich raff's nicht. Und das hier, das zeigt irgendwie, als ob kein Strom da wäre. Muss ich den Kollege hier tatsächlich mit Strom anbinden? Ist die Maschine hier aus momentan? Ah, die ist aus. Das erklärt schon mal. Moment. Machen wir gleich mal an mit Benutzen. Jetzt ist sie an und jetzt kann ich hier normalerweise auch drauf. Nö, es ist immer noch ohne Strom, das Gerät. Komm du nochmal runter. Dich habe ich doch gar nicht da drauf klemmen müssen unbedingt, ne? Du brauchst aber Strom, denke ich mal, um zu funktionieren. Offensichtlich funktioniert es aber nur, wenn ich wirklich Strom an Strom nehme. Also pass mal auf, ich hau's mal hier rein. Komm mal her. Geh mal weiter vor, Digga. So, Ziel wäre halt schon auch, dass wir mal ein Auto... Jetzt habe ich Strom verbunden hier, ne? So, und jetzt kann ich hier normalerweise auch was machen. Mittelgroßer Fabrikator. Mittelgroße Plattform, da wäre sie schon mal. Und jetzt muss ich eigentlich nur Harz, oder wie? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Zumindest habe ich schon mal kapiert, wo die Bytes hin müssen und wo sie herkommen und so weiter. Da vorne gibt es noch Harz. Da hole ich mir jetzt gleich nochmal ein bisschen was weg. So, Moment. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das muss man sich halt auch merken. Aber es ist schon eine komplett andere Basis, auf der hier alles aufbaut. Sehr interessant. Wenn man es halt von früher kennt, ne, dann tut man sich gleich wieder ein bisschen schwerer, weil man halt einfach noch das Alte gewohnt ist. Und trotz, dass die lange Pause da ist, bin ich noch auf dem alten Trip. Merke ich gerade ganz stark, Leute. So, jetzt pass auf. Jetzt haue ich hier mein Herzle dran. Ah, der will jetzt hier unbedingt... Jetzt pass mal auf, wenn ich den nochmal hier draufsetze. Nee. Komm mal her, du hast dich doch da eingeklickt gehabt, ne? Jetzt haue ich dir das Harz drauf. Und dann will er es hier drauf bauen. Und das ist doch nicht richtig, oder? Das ist doch nicht richtig, Leute. Ich flatze ihn nochmal hier hin. Süß ist es ja schon. Das Harz ist schon wieder abgegangen. So, Alterle. Ne, ein Stückle musst du noch näher hin, wegen Strom und so. So würde ich sagen, müsste es reichen. Strom ist verbunden. Ich hau Harz drauf. Komm her. Da machst du in den Rucksack. Jetzt gucke ich es nochmal an. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mittelgroßer Fabrikator. Jetzt drücke ich hier einfach mal drauf. So. Jetzt baut er mir den mittelgroßen Fabrikator hier hin. So, hier ist der mittelgroße Fabrikator. Den habe ich aber doch gar nicht bauen wollen eigentlich, ne? Sind wir ehrlich, Leute, ich wollte doch was ganz anderes basteln. Nämlich die Plattform, die mittelgroße. Hat's mich verarscht, das Tool? Nee, ne? Ich habe es einfach wieder mal voll nett gecheckt. So, jetzt haben wir natürlich hier nichts mehr da. Mittelgroße Plattform, doch, die wollte ich eigentlich bauen. Der Knopf ist nicht frei, weil es braucht tatsächlich... Jetzt. Jetzt. Mittelgroße Plattform. Ne, die will er mich nicht bauen lassen. Und wenn ich hier vorne drauf gehe, mach mal das hier weg, das Teil. Ich weiß jetzt halt auch nicht. Setz das mal hier hin. Dann ist es aufgehoben. So. Das ist das, was ich bauen will. Vollkommen richtig. Und wenn ich jetzt hier umswitchen würde auf mittelgroßer Fabrikator, dann müsste es doch normalerweise das auch anzeigen. Ja, hier jetzt zeigt es an, ne? Die Vorschau. Mittelgroße Plattform. Ist das jetzt ein bisschen buggy gewesen oder habe ich mich einfach nur so dumm angestellt? So, mittelgroße Plattform. Und da würde ich nämlich jetzt gerne gleich die Solarzelle noch draufschrauben. Das wäre so das Ziel mal. Pass mal auf, die mittelgroße Plattform. Die ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner. Ich würde die mit Z konnte man es drehen, gell? Ich würde es einfach mal hier hinsetzen. Genau. Und benutzen. So, soweit sind wir schon mal. Alles klar. Was war denn das hier? Das war der mittelgroße Fabrikator. Das war der kleine. Den setze ich jetzt nochmal hier dazu. So, jetzt schließen wir das ganze Ding mal an Strom an. Die Zeit verrinnt natürlich, Leute. Aber ich muss das rausfinden. Das reizt mich tierisch, dass ich da jetzt langsam dahinter steige.
Guck mal her, du kannst die noch mal ein bisschen verschieben nach da drüben. Stopp. Man kann es ja später schön hinsetzen. Das Tolle ist, sobald man sie vom Strom abgeklemmt hat, sind sie natürlich wieder platzierbar. Und das finde ich schon mal richtig stark. So, jetzt habe ich die Maschine hier. Und ganz so, wie sie jetzt dasteht, kann ich mit ihr nichts anfangen. Die nächste große Herausforderung wäre jetzt tatsächlich zu gucken, wie kann ich dieses Solarding bauen. Wir schauen wieder rein. Ich glaube, es war hier drin. Genau das da möchte ich bauen. Freigeschaltet ist es. Solarmodul. Die Frage ist, wo können wir das Solarmodul bauen? Da gibt es jetzt die Möglichkeit, ich schließe mal den kurz an. Untersuche nochmal hier drin. Ich kann den mittelgroßen Fabrikator, mittelgroße Plattform, mittelgroßer Fabrikator. Mehr kann ich hier nicht machen. Gut, wieder raus aus dem Teil. Nein, raus. Oh, wieso kam ich denn jetzt so schnell rein? Ich will es einfach nur mal wegmachen. Und den hier will ich gerne hier draufsetzen. Und benutzen. Nein, den will ich benutzen. So, kurzer Moment. Sehr aufregend alles. Und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit untersuchen. Und was kann der bauen? Große Plattform, Schmelzer, Forschungskammer, große Plattform. Der kann das alles nicht bauen, was ich bauen will. Wo kann ich jetzt... Ah, Moment. Moment. Wo habe ich denn das Tool, das ich seitlich an meinem Rucksack lade? Das ist hier nicht mehr da. Wo haben wir das hingesetzt? Möbel, guck mal. War das der hier? Kann das sein, dass ich den hier... Muss ich den vielleicht bei mir hier hinklicken und jetzt untersuchen? Nö. Nicht wirklich, ne? Kleiner Fabrikator. Mit E? Ne, mit E hol das Tool raus. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich will ja nur das Ding eigentlich bauen. Was ist denn, wenn ich den nebendran stelle und mit Strom verbinde? Der nimmt aber das nicht wahr als Strom hier, ne? Also muss ich ihn tatsächlich nochmal wegschleifen. Muss doch irgendwie möglich sein, dass wir uns die Solargeschichte und so bauen können. Und die war damals auch im... Brauchen wir einen Drucker? Gab es nicht auch einen Drucker, Leute? Lass mich mal ganz kurz gucken. Setz dich mal hier dazu. Der Baba muss kurz gucken. Drucker, Drucker. Wie komme ich jetzt wieder rein in meinen Katalog hier mit Q, glaube ich, ne? Ein Drucker. Das wäre dann hier vorne bestimmt. Schmelzer. Boost-Modus. Mittelgroße Plattform. Mittelgroßer Drucker. Und? Gibt es nur den mittelgroßen Drucker? Dann schalten wir den mal frei. Mittelgroßer Drucker ist freigeschaltet. Ich denke mal, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, Leute. Haben wir nicht gerade eine Plattform gebastelt? Pass mal auf. Das Coole ist ja, dass wir die Module hier wenigstens so rumschleifen können. Pass mal auf. Alles mal absetzen. Mittelgroß, da würde ich auch sagen, wir brauchen hier wahrscheinlich die Kiste. So, auch hier wieder einmal Q. Große Plattform, mittelgroßer Drucker. Oh, Aluminium haben wir jetzt natürlich keins. Wir haben kein Aluminium. Das ist natürlich bescheuert. Lass mich nochmal ganz kurz was gucken. Kriegen wir noch eine mittelgroße Plattform hin? Große, Forschungskammer, Schmelzer, mittelgroßer Drucker, große Plattform. Dann muss ich das andere Teil nehmen. Ich würde die gerne aufbauen hier. Weißt du, dass mal alles aufgeräumt ist? Ich glaube, hier kann ich doch eine mittelgroße Plattform jetzt basteln, ne? So, mittelgroße Plattform. Herstellen. Raus. Wow, Leute. Ich habe das Gefühl, das ist echt komplexer geworden. Und es wird noch komplexer werden. So, hier ist unsere mittelgroße Plattform. Die setze ich jetzt hier natürlich komplett nebendran. Würde sagen, so. Pass mal auf, ob sich hier die Fläche mit erweitert. Nee, ne? Ist aber wurscht. Kann ich jetzt die hier bypassmäßig miteinander verbinden? Sehr schön. Dann können wir den nämlich hier draufsetzen. Dann weiß ich jetzt, hier haben wir praktisch unsere Fabrikatoren mittelgroß und klein. Naja, ich brauche dann offensichtlich einen Drucker, ne? Weil wenn ich hier drinnen nämlich gucke, habe ich die Plattform, Fabrikator, Plattform. Mehr nicht. Den Drucker müssen wir bauen, dafür brauchen wir Alu. Und um Alu zu kriegen, würde ich sagen, wir gehen nochmal an die Raumschiffe. Denn früher, mal wieder früher, Leute, war es tatsächlich so, dass an den Raumschiffen Aluminium auch zu finden war, innen drin. Und das haben wir noch gar nicht angeschaut. Ne? Also Ziel wäre jetzt in den nächsten Folgen irgendwann mal so weit zu sein, dass wir mehr Energie an der Basis haben, dass wir irgendwann mal die Fahrzeugbucht aufsetzen können und so weiter. Wir schnalzen uns da ganz gemütlich vor. Das Endziel der Staffel wäre für mich so ein bisschen, dass wir mal so weit sind, irgendwann eine komplette Basis abzuschrauben, ins Raumschiff zu verladen und auf einen anderen Planet damit zu fliegen. So in der Richtung, denke ich mal, wird es auch wahrscheinlich funktionieren. Ob das so ist, werden wir rausfinden. So, auch jetzt wieder nur mal kurz als Info. Natürlich produziere ich so ein, zwei Folgen vor. Ich weiß nicht, kann man hier noch rein? Früher konnte ich hier reinschauen und dann habe ich da jede Menge Mats gehabt. Sieht nicht so aus, ne? Als ob das noch funzt. Wir machen hier mal ein bisschen frei.
Au, und siehst du den Kanister? Den wollte man nämlich eigentlich auch. Sammelst du gerade was ein, Diggerle? Den Kanister wollte man eigentlich auch mal kurz angucken. Wo habe ich denn das wieder gesehen? Wir gehen mal kurz rein. Der Kanister, war der nicht... Mach mal das Tool weg, es irritiert tierisch. War der nicht hier drin? Kleiner Generator, Verbinder, Solarmodul, Windturbine, Batterie, Verlängerung, Sauerstoff... Verlängerung habe ich auch noch keine Ahnung. Forschungskammer, Kanister. Schalt mal frei. Und kann ich den Kanister... Jetzt, wo kann ich den bauen, ist die Frage. Oder ist der jetzt schon... Kanister, Leute. Ein Harz. Weil, ich habe gelesen, mit dem Kanister kann ich auch die Erde tatsächlich speichern. Und wenn ich es richtig weiß, habe ich auch eine Info aufgeschnappt, dass ich dann die Erde irgendwie zu Mineralien umbasteln kann. Müssen wir auch mal gucken. Ich mache jetzt hier mal kurz frei, hauptsächlich aus dem Grund... Oh, oh, komm wieder raus, Alter. Dich brauche ich doch. So, danke. Hier nochmal ein bisschen frei machen. Früher waren doch hier Alus drin und so, ne? Wer sich erinnert an früher... Früher war alles besser. Das will ich aber gar nicht sagen. Das Spiel hat schon viel mehr Reiz gerade. Einfach, weil du jetzt hier viel mehr ausdenken musst, ne? So, pass auf. Schauen wir mal hier rein kurz. Langsam. Darf es mir nur nicht kaputt gehen. Das ist eigentlich alles. So. Oh, oh. Ich höre da gerade das Geräusch. Wir sind nicht verbunden gewesen. Mach mal die Maschine wieder weg. Und guck mal, ob du da reingucken kannst. Ja, man kann reingucken. Schön hier alles freimachen. Ich schaue jetzt natürlich rein, weil ich es einfach so kenne. Und hier sind dann immer die Alus geklebt und die ganzen Geschichten. Heute nicht mehr. Sieht nicht so aus, oder? Ich doch, da ist doch was. Siehst du? Siehst du? Da ist nämlich ein Alu. Ein Lithium. Ein Kupfer. Sehr schön. Also wenigstens das haben sie uns noch so gelassen, damit ich nicht ganz nackt an Infos jetzt hier dastehe. So, wir machen nochmal frei. Vielleicht klebt auf der Seite auch noch was. Ansonsten will ich natürlich nicht gierig sein. Ja, die Menüs hängen hier nur so ein bisschen Schäps in der Gegend rum. Da klebt doch auch noch was. Da ist doch auch noch was. Möbel. Sieht aus wie ein Sitz, oder? Ja, ja, da ist noch was. Da ist noch was. Ich sehe es nur nicht richtig gerade. Und irgendwie... Eiert mir jetzt, ist jetzt hier alles so ein bisschen rum. Doch, jetzt habe ich es. Was auch immer es ist, Leute. Ich habe es rausgeholt. Ein Sitz tatsächlich, ne? Hammer. Haben wir schon mal... Wir bauen unser Auto zusammen. Stück für Stück zu unserem Glück, Leute. Jetzt haben wir schon mal einen Sitz. Wir jumpen zurück. Wir gehen zurück und schauen mal, ob wir mit dem Alu und mit dem bisschen Kupfer, was ich jetzt geholt habe, schon was anfangen können. Da haben wir Glück gehabt. Die sind auch viel schöner geworden, ne? So, Alterle. Zurück mit dir, mein Möbels. So. Ich habe tatsächlich auch nochmal hier unter F1 diese Bildinfos gelesen, dass ich so ganz kleines bisschen, also, weißt du, ich renne ja immer gerne drauf los, blind, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es ist schon so ein bisschen komplex von der Art und Weise, dass es ganz sinnvoll war, glaube ich, nochmal reinzuschauen. Wir müssen auch noch ein bisschen Gemisch und Harz abnehmen. Kanister will ich jetzt auf jeden Fall mal bauen, ne? Jetzt klemmen wir mal den Sitz irgendwo dazu. Können wir den hier hinmachen? Sehr schön. Also, jetzt muss ich nämlich nochmal ganz kurz mich besinnen. Ich wollte ja eigentlich dieses Solarteil bauen und dafür brauchen wir den Drucker. Und jetzt schauen wir nochmal. Gemisch. Was haben wir denn hier eigentlich jetzt? Wo ist denn jetzt... Warum habe ich denn hier auch nochmal sowas jetzt? Das ist doch auch nochmal so ein Fabrikator-Typ, ne? Ja, aber auch wieder ein großer, also ein etwas größerer, ne? Für Schmelzer, Forschungskammer und Plattformen. Halt, da war er doch. Ein Aluminium, ich bräuchte aber noch eins. Das ist schade. So, ein Aluminium habe ich jetzt hier schon mal dran. Da vorne ist doch noch so eine Teil. Weißt du was, wir, glaube ich, gehen da vorne nochmal gucken. Vielleicht haben wir Glück und wir finden da hinten noch ein Alu. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt. Ich guck mal, dass ich noch Verbinder rankriege. Klick mal auf der Rucksäckle, mein Süßer. Verbinder. Da guck mal da vorne jetzt die zwei Dinger noch durch. Wenn wir da Alu finden, können wir in der nächsten Folge tatsächlich schon mal das Ding aufbauen. Ne? Ich bin tierisch gespannt, ob wir es hinkriegen. Ah ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Er macht es ja so ein ganz kleines bisschen anders, wie ich es kenne. Ach, setz es einfach mal. Weißt du, ich konnte das früher so einfach... Ja, ist jetzt wurscht. Ich setze wurscht, ob es so ist oder so. Ich laufe einfach ein paar Meter, setze immer so ein Teil hin. So. Und hier noch eins hin. Jetzt gehen wir mal hier reingucken. Hallöle. Kann ich hinscrollen? Nee. Gut, Tool raus und erstmal hier schön flächendeckendes Zeug wieder weggeschaufelt.
So, wo war denn das mit dem Kanister jetzt? Muss ich nochmal ganz kurz reingucken. Vielleicht können wir da tatsächlich jetzt schon kanistermäßig was anfangen. Klick mal aufs Rucksäckle und guck mal, ob der Kanister da unten irgendwo war. Kanister, da war er doch, ne? Kanister braucht Harz. Gab es da draußen gerade mal zufällig Harz? Moment, also das finde ich ist jetzt irgendwie schlechter. Ich sehe hier tatsächlich nämlich nichts. Teilweise. Harz, 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 Harz. Gib mir ein bisschen Harz. Ne, hier sind nur die Module. Da drüben hat es jede Menge Harz. Ich will so einen Kanister mal bauen. Vielleicht kriegen wir da noch was raus, Leute. Bevor wir tatsächlich hier auf Alusuche gehen. Oh, da trübt sich gerade das Wetter ein bisschen ein hier. So. Kann das sein, dass das Tool jetzt hier größer aussieht wie vorher? Wieso hat es denn das da hinten hingehängt? Oh, da kommt ein Sturm. Wir bringen uns mal in Sicherheit lieber. Au! Oh nein, ein Schlag und er ist tot. Boah, das geht aber schnell, Leute. Wieso klebt denn der jetzt hier rum? Möbel? Möbel? Hoffentlich landen wir wieder da, wo wir schon mal gelandet sind. Ja, da unten sehe ich unsere Station. Genau im Auge des Sturms. Und dann kommt man mit einer Rettungskapsel wieder da zurück, oder wie? Okay, das scheint mir auch jetzt hier noch ein bisschen verbuggt zu sein, liebe Leute. Guck mal. Das scheint mir nicht richtig zu sein, ne? Scheiße. Kann das sein? Naja gut, wir sind ja noch nicht weit. Das ist gleich wieder aufgebaut, falls... Jetzt warte ich mal kurz. Bleib mal noch mit dran. Auf jeden Fall ist es nicht richtig, ne? Dass wir jetzt mit so einer Raumstation... Ich steig mal aus. Ah, die hebt dann wieder ab. Das ist ja niedlich. Das ist okay. Ich dachte nämlich schon, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir da eine zweite Station hier haben, ne? So kommst du jetzt immer rein. Wir müssen jetzt nicht sterben. Wo waren wir denn jetzt gerade? Welches war denn das? Da vorne liegt er. Komm, hol deine Sachen. Da war nämlich noch Lithium dabei und so. Hüpf durch, mein Freund. Weiß ja nicht, ob das mittlerweile die spawnt. So. Genau. Wo hat es denn das jetzt hingemacht? So. Das haben wir auch noch. Das nehmen wir auch noch mit. Das war's, ne? Ich habe es jetzt komplett ausgeräumt. Kann ich ihn noch mitnehmen? War das nicht früher mal so, dass wir den mitnehmen konnten? So, Harz habe ich geholt. Jetzt wollte ich den Kanister noch probieren. Das machen wir jetzt noch. Dann machen wir heute halt ein bisschen länger. Was heißt, sind wir erst bei 20 Minuten sowas, ne? Jetzt pass auf. Der Kanister war doch das Objekt unserer Begierde. Bauen wir mal. Kanister. So, den Kanister hat es hier gebaut. Muss ich den da dranhängen? Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Tool raus, genau. Aber erstmal Rucksack weg. Tool raus. Jetzt gehen wir nochmal hin. Lumli 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 lum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der junge Mann den Kanister voll macht mit Mat. Tatsächlich, ne? Was ist denn das jetzt? So, weiter abbauen. Der Kanister füllt sich, Leute. Man sieht es ganz leicht. Schön, guck mal die Animation mittlerweile an. Lass mich mal ganz kurz auf den Rucksack gucken, wie das aussieht jetzt. Boden als Ressource sammelt er jetzt praktisch Boden ein. Alles klar. Und wenn ich jetzt praktisch mit den alten Dingern, jetzt was war das, entweder mit Alt oder mit Schiff, Terrain hinzufügen oder abflachen, STRG. STRG flacht's ab und mit Alt macht's die Löcher zu, ne? Genau. Stopp. Und dann schön abflachen. Alles klar, so war das früher. Zumindest kannte ich das so. Und jetzt braucht man Kanister dafür praktisch, um vorher erstmal Boden zu sammeln, um ihn dann rauszujagen. Finde ich okay. Ah, Leute, seht ihr es schon? Ja, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Da haben wir unser Aluminium. Dann wissen wir schon mal, dass es das nächste Mal weitergeht. Ich bin tierisch gespannt. Hier ist wieder ein Sitz, glaube ich. War es okay, nehme ich auch mit. Brauchen wir später schon nicht bauen, weißt du? So, machen wir hier schön frei. Das ist ja alles Bodenressource, die wir jetzt sammeln. Und Tool weggepackt. Hier ist noch ein Lithium, nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt hier alles runtergeholt, außer den Sitz, den will ich auch noch. Bringen wir jetzt vor. Alles klar, sind wir wieder ein Stück weiter gekommen heute, ne? Jetzt haben wir schon mal den Kanister im Einsatz. Wir können jetzt tatsächlich Boden nehmen und Boden wieder weiter verarbeiten. Das ist schon mal sehr cool. Finde ich persönlich jedenfalls cool. Und man kann ja auch verschiedene Bodensorten, glaube ich, sammeln, ne? Verschiedene Farben dann an der Base und so. Also da kann man auch ganz viel machen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwo einen Platz frei für so einen Sitz? Ich glaube da, ne? Hier haben wir noch Platz.
So, ein zweiter Sitz ist auch da. Jetzt würde ich fast sagen, wir machen hier den Cut, Leute. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir hier wieder tatsächlich wieder an der Basis ein bisschen weiterkommen. Und schauen natürlich auch, dass wir hier den kleinen Möbel ein bisschen besser ausrüsten. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dann.